Weiter geht's. Gemini Man. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ach, das Level fand ich immer sehr cool. Ja, da habe ich mich so oft treffen lassen. Das hat mir sehr gefallen. Als erstes denkt man bei diesem Level noch, ja, irgendwie auf dem Mond oder so. Aber dann, ja, geht es unter die Oberfläche. Und dort sieht es dann, ach, verdammt, sehr cool aus, wie ich finde. Und dann spiele ich wieder alles andere als gut, ich merke selbst. Ja, ich glaube, das ist das einzige Mal, wo dieser komische Typ kommt und man nicht gegen ihn kämpfen muss. Das Leben schnappe ich mir doch gleich. Oder auch nicht. Mir fehlt ja noch Rush Chat. Okay, das ist blöd. Nee, das geht nicht. Ja, dann halt nicht. Also hier konnte man immer sehr gut Items farmen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das überhaupt für Viecher sein sollen. Und das da oben nehme ich noch mit, klar. Hehe, gut gemacht, Dirk. Ja. Ja, das war nix. Schade. Ich hoffe die ganze Zeit, dass vielleicht irgendein... Jawohl! Gerade wollte ich sagen, dass ein Gegner ein Leben droppt. Und ja. Sehr schön. Das ist eigentlich ein total entspannendes Level. Das ist alles andere als schwer. Und das ist man ja von Mega Man nicht unbedingt gewohnt. Keine großen, unfairen Gegner. Nö. Ganz gemütlich. Jawohl. Okay, da waren doch ein paar große Gegner. Hab ich auch total vergessen, obwohl ich erst vor 2 Wochen gespielt habe. Ja, im Gedächtnis.
Wirklich unfair ist er auch nicht. Und jetzt kann ich das zeigen, was ich immer gemacht habe, genau. Und zwar ist man Wash Marine. Da kann man schick hin und her schwimmen. War toll. Aber man kann auch springen. Das habe ich total gern gemacht. Ach, diesem anderen Item verwechselt. Das muss ich aber öffnen. Ah! Ich finde das total cool. Oh, schade. Ja, und ich bin immer mit Wash Marine da hin und her gesprungen. Einmal im Wasser gestartet und dann nur noch an Land gewesen. Hier waren die Schlangen praktisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, der war auch nicht so schwer. Ja, das war's schon. Laser. Ach, die Musik war so geil. Ich könnte ewig zu der Musik lauschen. So schön. Okay, der letzte. Needleman. Er sieht auch aus, als hätte er so einen Gagball im Mund. Oder was auch immer das ist. Das Level mochte ich nie besonders. Die Gegner finde ich auch dämlich. Und die Musik war auch nicht so toll. Ja, super gemacht, Dirk. Und ja, nochmal, genau, einmal wäre auch viel zu wenig. Das war nix. Wieso hat Wily nie solche Passagen gebaut, als Mega Man noch nicht sliden konnte? Da kam er erst drauf, als Mega Man auch die Fähigkeit hatte. Irgendwie blöd, oder? Und vor allem später bei Mega Man... Ja, bei Mega Man Fuck, Quark, nee, bei Mega Man 9 und 10 kann er ja nicht mehr sliden. Da kommt er natürlich wieder nicht mehr auf die Idee, sowas zu machen. Klar, ne? Vier Energietanks. Bei Mega Man 2 war das das Maximum. Bei hier ist das Maximum, glaube ich, 9, kann das sein? Ich weiß es nicht.
bekommt man den Gemini Laser. Einfach. Vorausgesetzt, man hat die richtige Waffe und weiß, dass man diese Waffe auch braucht. Denn ansonsten hat man das alte Mega Man-Problem und rennt rum, schießt. Tja, quält sich eventuell durch ein Level, ist froh beim Endgegner zu sein. Dann hat man nicht die passende Waffe und schafft den Endgegner nicht. Und wenn ich wirklich alle Mega Man-Teile spielen werde, dann wird mir das auch mal passieren. So. Oh, was passiert denn jetzt? Alle Gegner besiegt. Was ist das? Ja, irgendwie wurde das auch nie wirklich erklärt. Was das ist und warum das ist. Es gibt ja keine Zwischensequenzen. Ich habe die Geschichte nie kapiert. Wenn ihr versteht, was da als nächstes kommt, könnt ihr es ja erklären, in den Comments schreiben. Aber vielleicht erst beim nächsten Video, damit die, die das noch nicht gesehen haben, wissen, was das für Gegner sind. Aber an sich die Idee ist nett. Ja. Dann mache ich jetzt Pause und werde das nächste Level, ja, ich denke, am Wochenende komme ich wieder dazu, aufzunehmen. Alles klar, bis dann.